Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 11.06.2020. Und unser DAX steht hier vor der großen Frage, will er oder will er nicht? Ne? Will er die komplette Rutsche wieder runter machen? Oder hier vielleicht nochmal ein bisschen verharren, ein bisschen ausruhen, ein bisschen Pause machen? Mal schauen, was wir zum Mittwoch ihm vorgegeben hatten. Wir haben mal gesagt, er muss eigentlich jetzt unten weitermachen, ne? Er muss ja dranbleiben, darf nicht zu weit nach oben zurücklaufen. Sonst wird das nichts, hat eigentlich von der ersten Minute an nicht ganz so überzeugt, aber trotzdem nach unten gearbeitet. Na, Sie sehen, das hier sind relativ viele rote Kerzen gewesen. Dann haben wir unten vom Tief ersten Gegengewinn gesehen. Na, neue Tiefs, da hat man gestern drüber gesprochen. Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig, wie der Markt damit umgeht. Reißt er die Dolle hoch, zieht er komplett wieder nach oben durch. Wäre das kritisch, drückt er sich von dort aber dann auch bloß wieder runter. Wäre das dann tatsächlich ein Short-Signal? Und wir haben nach oben gerissen, aber nicht nachhaltig. Ne? Haben keine neuen Hochs reingekriegt. Sind auch hier so im Bereich 6,54. Das war auch so die Zone, wo wir dann so in den Mails geschrieben haben. Also spätestens 6,54. Da muss er dann nach unten drehen. Ne? Die darf er nicht überbieten per Close da drüber. Das wäre einfach zu positiv dann schon wieder. Das wäre zu bullig. Hat aber nicht gemacht. Ist an der 6,45 schön deutlich nach unten gedrückt. Auch reagiert schön deutlich an der 6,54 und dann nach unten getrieben. Und damit eigentlich sich hier unten schon noch ein paar Fenster offen gelassen. Wir sind jetzt notieren jetzt hier so knapp unter der 94. Zumindest jetzt auch nachbörslich. Das ist jetzt durchaus ein Bereich, wo es jetzt ein bisschen leichter wird halt. Ne? In dem Moment, wo er das jetzt hier so anteasert, Sie sehen die Stundenschlusskurse, das ist alles noch relativ weit oben. Noch um die 500 rum, noch über der 490, aber wenn das jetzt einmal nach unten klappt, dürfte das jetzt einfacher werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir auch das Gap überlaufen halt. Ne? Ich bin mir noch nicht ganz so optimistisch, dass er auch richtig tief kommt. Dafür sind die Donnerstage einfach zu oft zu stark seitwärts orientiert, sehr volatil seitwärts orientiert. Donnerstage können schöne Trendtage sein, aber das sehen wir so selten. Das ist einer von 10 Donnerstagen, der mal richtig von früh bis abends durchzieht halt. Ne? Das eher üblichere für einen Donnerstag ist, dass er in die eine Richtung versucht abzuhauen, das nicht hinkriegt, dann volle Hütte in die andere Richtung losrennt. Auch merkt, nee, bin ich nicht so cool drauf, wieder zurück und immer so um so eine gewisse Mitte rum oszilliert halt, ne? Das ist eigentlich typisch für Donnerstage im DAX. Trotzdem, ich versuche immer so ein bisschen an diesen Stundenkursen mich zu orientieren. Da kriegt man den Donnerstag eigentlich ganz gut eingefangen, wenn man sagt, okay, solange per Stundenkurs, Schlusskurs unter einem unteren Bereich bleibt, dann sollte man ihm diese Übertreibung gönnen, aber solange er zwischen den Marken bleibt, kann er zur Seite pennen. Ne? Die im Dienst bei uns sind, die kennen das als Donnerstagsregel. Können wir jetzt hier, Stand jetzt, die Punkte, die können wir nicht festmachen. Es geht erst früh, die haben wir erst dann, die Marken, sodass man sich jetzt hier noch gedulden kann. Aber ich vermute, dass das so im Bereich um ja, bestimmt 4,10, 4,20 wird es unten begrenzen und oben wird es wahrscheinlich so eine ja, 37 werden. Vielleicht sogar tiefer schon, vielleicht sogar was um die 6,80, sodass man sagen kann, das ist so der Bereich, um den der Donnerstag normalerweise eigentlich pendeln würde. Hin, her, hin, her, hin, her. Ne? Das heißt, wenn Sie sehen, der drückt von hier unten, er macht hier nur Gap Close, zieht direkt wieder hoch, rechnen Sie damit, dass er dann auf der Oberseite was probiert, rechnen Sie mit 6,30, 6,40, rechnen Sie aber auch dort dann schon wieder mit deutlicher Gegenwehr nach unten halt. Ne? Das wäre jetzt tatsächlich typisch Donnerstag. Und erst wenn er wirklich richtig drunter geht, wenn er per Close drunter geht, und da würde ich hier fast so eine ja, schöne 390, 400, 370, 390, wenn er da eigentlich reicht sogar die 94, man muss gar nicht so tief greifen. Na, dann macht er sich nach unten auf und dann kommt es drauf an, macht ihr bloß Gap Close, macht ihr bloß 410, 420 oder geht er tiefer? Ich denke, das ist nicht unrealistisch, aber ich bin mir nicht sicher, ob es zum Donnerstag kommen kann. Na, ob er das schaffen kann, hier jetzt durchzuziehen, hängt sich ja auch ein bisschen davon ab, mit welchem Gap kommen wir rein. Na, wie groß ist das Gap vielleicht? Wie viel Druck übt das letztendlich schon aus? Und ein Erreichen von 12,45 wäre schon jetzt nicht also wäre nicht unmöglich. Ne? Wir haben ja von der Bewegung her doch hier wieder ein bisschen mehr Volatilität aktuell. Wir haben mehr Saft drauf. Ich meine, wenn er da ein Gap vorlegt mit 100 Punkten, dann sind das noch 300, für die er letztendlich dann über ja, wie viele Stunden Zeit hat er? Von 8 bis 22 Uhr. Ne? Das ist schon eine ganze lange Zeit. Viele haben gefragt wegen Feiertag.
ob man da nur mit seitwärts rechnen muss oder mit ganz geringen Umsätzen. Also das kann ich so nicht widerspiegeln. Also Feiertage sind für den Markt eigentlich nur relevant, wenn es A, gesamteinheitliche Feiertage sind, also die im gesamten Deutschland sind und in anderen Ländern, also nicht nur in Deutschland. Die Feiertage, die bringen, sind meistens auch keine Börsenfeiertage, sondern wirklich die Feiertage, wo in ganz Deutschland und in weiten Teilen von Europa ist, sieht man es sehr häufig, dass der Markt ruhig ist. Ne, wenn in Amerika Feiertag ist und in Europa, dann geht gar nichts und bewegt sich nichts. Ne? Aber wenn jetzt nur in vereinzelten Bundesländern in Deutschland Feiertag ist, die Börsen aber geöffnet haben, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass nichts passiert. Also das sieht man eigentlich, also da hält sich der DAX eigentlich nicht unbedingt immer dran. Ne? Da ist wichtig, für den ist wichtig, ist die Börse geöffnet oder ist sie nicht geöffnet? Wie haben die Amerikaner geöffnet? Und ist es ein Feiertag, wo wirklich alle zu Hause sind? Ja. So, und das ist jetzt hier nicht der Fall, deswegen gehe ich jetzt davon aus, wir können für den Donnerstag erstmal ganz normal mit einem ganz normalen Donnerstag planen und sollten das auch tun. So, oberseitig können wir daher vielleicht hier so ein paar Trigger mitgeben, unterseitig letztendlich auch. Aber ich würde schon sagen, naja, oben ist es eigentlich schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da long reingehen würde. Aber eigentlich müsste man so sagen, über 6,70. Ja, über 6,70 wäre long. Ja, ist so. Wird die Chartlage positiver. Über 6,70 so. Ja, hier so über den Lows. Ja, über den Highs, über den Hochs. So, dann können wir vielleicht hier noch ein kleines Fallchen reinmachen. So eins. Platzhalter gut und gerne bis zu 800 hoch. 97. Also 12,97, 12,800. Das wäre dann durchaus drin, wenn er da hochgeht. Und ansonsten würde ich ihn jetzt erst noch nach unten Raum geben. Hier, Gap Close noch machen. Ne, und dann hier ein bisschen an dem Tief gucken halt. Ne? Die 320. Schreiben Sie sich mit auf den Zettel. Ich weiß gar nicht, ich würd gar nicht der 420, 410 so viel Bedeutung geben hier. Für mich ist das Tief hier fast noch wichtiger. Und das Tief hier, weil wenn das auch fällt, wenn der da drunter ist. Letztendlich könnte man es ist ein Short-Trigger halt, ne? Man müsste letztendlich sogar sagen, wenn er hier drunter geht, wenn er unter die 3,30 ist, vielleicht wären das auch die Punkte von der Donnerstagsregel. Es würde sogar ganz gut passen. Aber wie gesagt, die können wir erst morgen ermitteln. Das kann ich jetzt einfach noch nicht. Das geht noch nicht. Das geht technisch noch nicht, weil ich die Merkmale noch nicht habe, die bei mir Gegenstand der Donnerstagsregel sind. Ja, und wenn er hier drunter geht, das ist ein bisschen viel für einen Short-Trigger. Nehmen wir mal lieber das Tief hier und gehen erstmal davon aus, dass noch kein Gap Close kommt, dass der Wenn dann am Freitag kommt. Ja, aber das wäre denkbar. Unten einmal, das wäre eigentlich super, sogar typischer für den DAX. Einmal unten draufsetzen, 12,140 oder 12,150 oder was das ist, wenn er hier tatsächlich die 3,20 nicht gehalten kriegt und dann wieder hochzieht. So, und dazwischen, seitwärts, ne, bleibt er dazwischen, wird er pendeln, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, bis er irgendwann einen dieser Punkte per Stundenschluss überwindet. Das wird dann für den Donnerstag wichtig. Ja. Ansonsten, Verkaufszone oben mittlerweile ja schön aufgearbeitet. Ja, hat ja eigentlich jetzt ganz gut geklappt im Nachhinein. Zeichnen ja hier nicht oft auf 2-Stunden-Chart-Ebene Verkaufs- und Kaufszonen ein, aber die hat ganz gut geklappt. Da wird sich bestimmt der eine oder andere jetzt auch im Nachhinein ärgern, warum man da nicht einfach ein bisschen mehr reingelegt hat. Aber das ist immer so, glauben Sie mir. Das geht selbst mir noch so. Die schönsten Chancen, die waren immer offensichtlich. Man hat sich trotzdem nicht getraut. Das gehört dazu. Wichtig ist, dass man nur immer versucht, so viele wie möglich davon auch zu nutzen. Also von den Chancen zumindest, von den richtig guten Chancen. Ne? Nicht alles Mögliche probieren, ne? Jetzt nicht den falschen Zungenschlag bei mir rausinterpretieren. Man soll nicht immer alles probieren, ne? Man soll sich schon auf wenige Sachen konzentrieren. Aber wenn man anfängt, immer wieder das Gleiche zu machen, routiniert zu arbeiten, fällt einem das dann leichter. So, auch auf DAX-Ebene haben wir jetzt hier eine Reaktion in einem oberen Widerstandsbereich. Ne, das waren diese drei Tiefs, da haben wir drüber gesprochen. Rote Kerzen nach unten, das passt soweit. Platz wäre jetzt erstmal noch bis zur 200-Tage-Linie. Die kommt auch auf 1,50, ne, dann passt das doch. Dann passt das doch schön aufeinander. Also das wäre unten raus jetzt Platz. Und zu selbstverständlich darf man es nicht nehmen, dass es so weit fällt. Aber wenn er weiter runter treibt, wenn er rote Kerzen liefert, wenn er Schwäche zeigt, na, dann kann man schon, das sind Ziele. Dann kann man schon bis 12,150 rumzielen und die 12,330 da ein bisschen im Blick behalten halt. Ne? Das ist ein wichtiges Zwischenziel. Solange rote Kerzen kommen, gerne, gerne probieren, aber wenn kräftiger grüner Gegenwind kommt, lieber vielleicht auch erstmal rausgehen,
Gewinne sichern, Short-Gewinne sichern, und dann warten, bis wieder Schwäche reinkommt. Dann kann man immer noch wieder einsteigen halt. Ne? Nicht zu sehr mit dem Kopf durch die Wand immer wollen. Versuchen Sie ein bisschen darauf zu achten, wie der Markt hier eben vorlegt. Und dann schwimmen Sie mit dem Geld mit halt. Ne? Nicht dagegen. Das funktioniert öfter nicht, als dass es klappt. Okay, ja. Also von oben hier 200-Tage-Linie ganz interessant. Ansonsten im Bereich um 10.800, beziehungsweise auch hier 10.000, schon 11.800, beziehungsweise 11.400. Aber bis dahin ist noch ein ganzes Stück. Da liegt jetzt einiges dazwischen. Ich könnte mir vorstellen, dass man durchaus hier vielleicht auf der 200-Tage-Linie dann auch ein bisschen seitwärts stabilisiert. Vielleicht, dass das sich sogar nochmal auftritt und das gar nicht das letzte Hoch gewesen ist. Nein, dass es sich auf der 200-Tage-Linie nochmal auftritt, hochgeht. Da schauen wir mal. Schauen wir mal, wie er sich durchdrückt, wie er kommt. Aber ich denke, das werden wir dann auch als Variante mit einzeichnen müssen. Ne? Von der 200-Tage-Linie einmal von oben Pullback hoch Richtung 13.100, 13.300. Nasdaq hinterher eilen, dem Technologieindex. Der macht Allzeithoch für Allzeithoch gerade. Ja, schauen wir mal. Ne? Also jetzt stand jetzt sind erstmal rote Kerzen, ein bisschen nach unten gucken. Na, deswegen 200-Tage-Linie ein bisschen im Fokus haben, die Widerstandsbereiche, und sobald das wieder auftritt auf grün, dann gucken wir uns nach oben, wohin kann er vielleicht wieder auftreten, wenn da dann wieder Saft und Schwung reinkommt, okay? Na gut, dann machen wir jetzt hier zu, wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen nochmal. Ciao!